Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und Tatsache, Robben auf 91, Lewandowski auf 88, es haben sich wieder einige Spieler verbessert, Neuer auf 91. Nicht schlecht und das nach so einem verkorksten Spiel, muss man sagen, in der letzten Folge. Aber okay, sollen wir gleich sein und wir müssen wieder durchrotieren. Was heißt durchrotieren? Eher wieder die erste Elf spielen lassen. Denn das ist beim letzten Mal nicht ganz so gut gegangen. Ich denke mal, ich werde aber Mustafi trotzdem spielen lassen. Und was mir auch aufgefallen ist, die beiden Innenverteidiger, der linke und der rechte Innenverteidiger, Alaba und Mustafi, stehen mir doch ein bisschen zu weit, zu nah bei Boateng. So, Vidal rein. Und ich denke mal auch Götze rein. Oder, ich weiß nicht, oder ich glaube erstmal Thiago. So, Robben auf rechts, das dürfte klar sein. Müller, Lewandowski und dann haben wir eigentlich unsere Stammformation. Und mit der soll es dann jetzt auch bitte gegen die Dortmunder klappen. Gegen die Borussia aus Dortmund. Die, glaube ich, fünfter ist mit 7 Spielen und 13 Punkten. Das ist nicht ganz so stark, aber trotzdem immer noch nicht schlecht. Und da würde ich sagen, wir fackeln nicht lange rum. Stellen auf 7 Minuten. Und dann geht's rein in die Partie. Bis gleich. So, und da sind wir. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Was eine Choreo der Bayern-Fans, sieht man hier. Da oben dann die Dortmunder Auswärtsfans. Der Gästeblock scheint nicht ganz voll zu sein. Aber gut, so realistisch ist es dann ja auch immer noch nicht. Aber das werden wir dann in den nächsten FIFAs vielleicht mal sehen, dass es ein paar mehr Choreos und Pyrotechnik und sowas gibt. Schauen wir erstmal auf die Tabelle. Die Dortmunder 5. 7 Spiele, 13 Punkte, ist in Ordnung. 5 Gegentore erst kassiert. Das sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus. Und dann schauen wir gleich erstmal auf die Aufstellung. Die Mannschaften begrüßen sich dann hier jetzt erstmal gleich. Was soll man groß sagen? Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns jetzt. Nach dem Champions-League-Spiel auswärts in Monaco, was wir 2-1 verloren haben, müssen wir jetzt eine Reaktion zeigen. Lahm soll dann natürlich, den wir hier sehen, als Kapitän vorangehen. Wir haben es ja auch gerade schon gesagt, Neuer hat sich zum Beispiel auf 91 verbessert. Vielleicht auch heute dann nochmal mit einer besseren Leistung. Aber in Monaco war er definitiv nicht der Schuldige, der dann uns den Sieg da gekostet hat. Eher einer noch der Besten. Und Dortmund gegen Bayern. Liegt schon ein bisschen zurück, dass die Dortmunder so richtig auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München waren. Die letzten 2 Jahre zumindest in der Liga da nicht mehr gewesen. Vielleicht ist es ja dieses Jahr anders. Wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall jetzt mal an. Dieses Spiel wird da definitiv richtungsweisend sein. Lewandowski natürlich trifft auf seinen Ex-Verein, genauso wie Götze, der aber erstmal auf der Bank sitzt. Und Hummels wurde ja auch das ein oder andere Mal mit den Bayern in Verbindung gebracht. Spielt natürlich aber jetzt erstmal bei den Dortmundern. Wir schauen auf die Aufstellung. Heute wieder im 3-5-2. Sollte klar sein. Ein wenig verändert. Vidal kommt neu in die Formation. Thiago, Robben von Anfang an. Müller wieder neben Lewandowski. Und in der Viererkette rückt auch Alaba. In der Dreierkette rückt auch Alaba wieder neben Boateng auf seine gewohnte linke Seite. Die Dortmunder ohne große Veränderung, ohne große Neuzugänge. Jetzt in dieser Transferphase. Pierre-Emerick Aubameyang, der Knipser vom Dienst vorne im Sturm. Links Reus, rechts Mkhitaryan. Das sind wir gewohnt. Und dann geht's rein in die Partie. So, ihr seht es erstmal jetzt ruhig den Aufbau hier bestreiten. Erstmal ein bisschen Kontrolle in die Partie bekommen. Mustafi, der hat auch ein bisschen gewackelt gegen Monaco. Muss man ganz klar sagen. Alaba, wir sehen hier gerade 7 Spiele, 16 Tore. Wir stehen natürlich für eine klasse Offensive bis jetzt in dieser Saison. Lahm rüber mal zu Robben. Müller, jetzt geht es vielleicht mal nach vorne und das auch mit Tempo. Ayen Robben über die rechte Seite. Robben zieht erstmal nach innen zu Lahm, der nimmt ihn wieder mit, da hat Reus keine Chance. Robben, jetzt die Flanke und dann ist Bürki da. Thiago verliert den Ball nicht gegen Kakawa. Thiago, stark gemacht, Vidal, Lahm und dann geht's direkt wieder auf das Dortmunder Tor. Nicht, wenn so ein Fehlpass kommt. Reus jetzt im Konter, darauf werden sie setzen. Schmelzer und jetzt muss das Pressing wieder her. Mustafi, schöner Ball für Robben. Der zu Vidal. Also bis jetzt haben wir das Spiel zumindest mal unter Kontrolle. Aber nach 20 Minuten noch keine richtige Offensivaktion. Alaba, Vidal, Lahm, Robben. Dortmund bis jetzt mit ganz wenig Ballbesitz. So ist das auch erstmal geplant. So will es ja auch Bayern oftmals im Real Life dann spielen. Vidal und dann diese schnellen Kombinationen. Robert Lewandowski aus der Distanz. Der rutscht sogar fast durch für Philipp Lahm und den kann Robben hier nochmal nehmen. Und den spielt er richtig gut auf. Lahm, gute Kombination. Müller 1-0. Was eine klasse Kombination. Was eine geile Kombination. Philipp Lahm auf Thomas Müller. Robben, alleine wie er den hier runternimmt. Sieht dann Philipp Lahm. Klasse Pass. Der bringt ihn dann halb hoch in die Mitte zu Thomas Müller und der kann ihn dann
aus so circa 4,5-5 Metern. Locker einköpfen ins kurze Eck. Roman wirklich aus so einer kurzen Distanz. Was soll er da machen? Es steht 1:0 nach 23 Minuten. So, das haben wir gerade schon mal gesehen. Erstmal Ballbesitz halten, Ruhe und Sicherheit in die Partie bringen. Das ist hier erstmal der Plan. Dortmund steht hinten ja bis hierhin wirklich recht kompakt. Das sieht man ja auch, bis man da erstmal durchkommt. Das Spiel also daher erstmal tief in unserer eigenen Hälfte ist aber gar kein Problem. Damit kommen wir bis jetzt recht gut klar. Mustafi, Thiago, vielleicht jetzt mal mit Tempo. Lewandowski, das dürfte einen Foul geben. So ist es auch, wenn wir das jetzt vielleicht mal schnell ausführen. Kommen wir vielleicht auch mal dann in die Dortmunder Hälfte. Müller, nee, das war nicht so gut gemacht. So, und dann setzt es wieder das Pressing. Lewandowski stark. Kommt er rüber zu Robben? Nee, und da müssen wir direkt wieder drauf passen. Und so will ich das dann im Endeffekt auch sehen. So, Schmelzer wirklich mit allerhöchstem Risiko noch den Ball behalten. Piszczek, und dann geht's wieder drauf. Robben, schön den Ball geholt und Kagawa kommt da nochmal hin. Schade, jetzt nochmal drauf, kurz hier vor der Halbzeit. Bloß kein Gegentor bekommen. Marco Reus, Thiago, Reus bleibt erstmal am Ball. Rüber zu Piszczek, Vidal holt ihn sich. Lewandowski auf Vidal, nochmal ein Konter. Arturo Vidal, in der Mitte ist Thomas Müller. Vidal, flach rein, ganz hinten. War, glaube ich, lahm. Hier ist nochmal Robben. Robben aus der Distanz. Zu weit drüber und dann steht es 1:0. Zur Pause. Wir schauen noch gleich mal auf die Statistiken. Schalke für 2:1 gegen Köln. 2:0 für Leverkusen. 2:0 gegen Augsburg. Wir schauen uns die Statistik an. 55% Ballbesitz. Ein Schuss, der dann direkt ein Tor war. So kann es weitergehen. Es steht 1:0 zur Halbzeit. Thiago, schöne Eröffnung. Lewandowski. Da läuft Hazard ein, den hat er gut gesehen und Bürki ist vor ihm am Ball. Schade, so müssen wir es versuchen, die Verteidigung auseinanderzuziehen. So soll es funktionieren. Boateng, und da haben wir direkt den Ball wieder. Vidal, und der sieht Hazard. Jetzt geht es hier mal mit Tempo voran. Eden Hazard zieht in die Mitte. Hazard, Eden Hazard will das Slalom laufen, aber kommt nicht durch. Philipp Lahm, gute Flanke. Müller, 2:0. Und so schnell kann es gehen. Thomas Müller, zweimal mit dem Kopf, zweimal Vorlage lahm. Thomas Müller, der ist einfach eine Maschine, macht das 2:0 für die Bayern. 60 Minuten gespielt. Und die Dortmunder, die sind hinten wieder aufgeschmissen. Nach der Ecke, die eigentlich schief gegangen ist, lahm. Gute Täuschung gegen Kagawa, starke Flanke, Schmelzer im Kopfballduell gegen Thomas Müller. Da dürfte Thomas Müller Vorteile haben, die hatte auch. 60 Minuten gespielt, 0:2. Oh! Und Neuer mit einem Ausflug. Und dann ist es Bender mit dem Anschlusstreffer. 1:2. Reus mit der Ecke und Neuer. Huiuiui. Irrt da im Strafraum rum. Und dann kann Vidal das, was nicht zu verhindern ist, auch nicht mehr verhindern. 66 Minuten gespielt. 1:2. Oh, Thiago, was ein Fehlpass. Lahm kommt da nicht hin. Aubameyang wechselt die Seite zu Reus. Und die Konter dürfen wir jetzt nicht laufen. Alaba muss da hin. Boah, Alaba, der Ball war lange weg, grätscht da nochmal rein, Vorteil läuft. Boateng, Neuer ist da. So, 74 Minuten gespielt, es gibt einen Doppelwechsel auf unserer Seite. Thomas Müller, Doppeltorschütze, geht raus. Zwei Schüsse, zwei Tore, das spricht, denke ich mal, für sich. Auch Eden Hazard geht raus. Und dafür kommen Paco Alcacer und Mario Götze in die Partie. Götze dann natürlich auf der linken Seite jetzt gegen die alten Kollegen. So, und die Dortmunder. Mit Castro, Piszczek, Piszczek, kommt da durch, Piszczek, Neuer. Was eine Parade, Robben, und den muss er jetzt rausbekommen gegen Hummels. Robben im Konter, lässt den dritten hier jetzt bereitstehen. Robben, und dann spielt er den Klasse auf Alcacer, Lewandowski, Vidal, Alcacer und dann wieder in die andere Richtung. Aber was eine Tat gerade von Neuer. Und das ist Gündogan und gut aufgepasst von Mustafi. Das war ganz wichtig. Robben, schicke Körpertäuschung. Arjen Robben. Robben. Ganz links müsste Platz sein für Götze. Thiago auf Götze. Götze zu weit vorgelegt. Jetzt geht es hier nochmal richtig hin und her. Oh, Vidal, starker Einsatz. Kein Foul. Vidal hat Platz. Vidal in der Mitte läuft Lewandowski. Robert Lewandowski kann alles klar machen. Lewandowski macht alles klar. 81. Minute, es steht 3:1
für die Bayern. Robert Lewandowski nach starker Vorlage von Arturo Vidal. Das hat er hier richtig gut gemacht. Wartet auf den richtigen Moment. Hummels ist zu weit weg vom ehemaligen Kameraden. Und Lewandowski lässt Bürki mit diesem Strammschuss in die kurze Ecke nun mal gar keine Chance. Und dann steht es hier 3:1. Drittes Saisontor für Robert Lewandowski. Und so schnell kann es gehen. 82. Minute, die Dortmunder hier eine kurze Zeit mit Hoffnung. Aber jetzt sollten die Verhältnisse geklärt sein. Götze macht direkt weiter mit dem Pressing und dann war es doch ein Foul. Ich glaube, es war gestrecktes Bein, bin mir nicht sicher. Piszczek, der gerade dieses Super-Solo gemacht hat. Wo Neuer dann im allerletzten Moment klären konnte. Vorsicht ist nochmal geboten. Robben mit dem Kopfballduell. Vidal, Alcacer, Lewandowski. Und jetzt gibt es natürlich eine brutale Konterchance. Ja, die ist mehr als brutal. Arjen Robben. Robben will er selber machen, macht er selber. 4:1, Arjen Robben, 86. Minute. Und wenn die Bayern zuschlagen, dann einfach nur brutal. Die Dortmunder fangen sich hier das vierte nach 86 Minuten. Arjen Robben, 3:1 im Konter. Hummels, dann weiß er nicht, soll er decken, soll er drauf, entscheidet sich zu spät. Und Robben dann mit einer ganz raffinierten Körpertäuschung und dann haut er den da in den Winkel des langen Ecks. 4:1, Doppelschlag, 82. Lewandowski, 86. Robben. Mustafi, Nachspielzeit ist eigentlich um. Robben muss nochmal hin. Genauso wie Neuer. Heuer, der hat nochmal fast das 4:2 gegeben. Am Ende steht es dann 4:1. Wir haben einfach brutal zugeschlagen. Die Bayern haben einfach mehr als nur brutal zugeschlagen. Spieler des Spieltags war tatsächlich Arturo Vidal mit 2 Torvorlagen. Und die Zweikämpfe haben dann am Ende auch gestimmt. Auch die Dribblings bei Vidal, also er hat wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht. Müller mit einem Doppelpack. Und dann am Ende Lewandowski und Robben jeweils auch noch mit einem Tor. Die Verteidigung stand sehr sicher. Neuer dann auch richtig ordentlich das Spiel hier absolviert. 4:1 am Ende gegen die Borussia aus Dortmund. Bayern 0-4, Leverkusen mit 4-0 gegen Augsburg. Schalke 3:1 gegen Köln. Also Heimsiege scheinen wohl momentan in Mode zu sein. Wir können ein neues Training machen. Das machen wir dann auch direkt. Alcacer hat sich ja direkt mal auf 2:81 verbessert. Da werden wir jetzt aber mal ein anderes Training auswählen. Leicht ist natürlich ein bisschen blöd. Dann machen wir hier was Schweres. Oh, Schussgenauigkeit. Zack. Und dann können wir... Ah, jetzt habe ich nur eins simuliert. Ups, ich dachte, die simulieren wieder alle auf einmal. Coman, nur mit einem D, aber das passt schon. Also, wir machen alle direkt mal auf einmal. Und dann schauen wir uns das an. Kimmich C, Brandt B, Bernat B, C und Alcacer mit einem B. Also, es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Denk mal, alles unter, alles über D. Also, so ab C ist eigentlich immer in Ordnung. Und da können wir momentan echt zufrieden sein. Bis auf diesen Champions League, diesen kleinen Ausrutscher da. Außer bei Norco läuft sie in der Liga richtig gut. Erst 2 Punkte verspielt. Das soll doch mal was heißen. Dortmund jetzt wirklich mehr als nur auf Abstand. Es sind einfach 9 Punkte. 9 Punkte und das nach 8 Spieltagen. 20:4 Tore, ein Unentschieden. Unglaublich. Nächstes Training machen wir eigentlich wieder genau das gleiche. Und schauen uns das dann mal an. Ach, jetzt habe ich da kein Spiel ausgewählt. Warum das denn nicht? Ach, der ist von der Nationalmannschaft weg oder was? Ah, okay. Stimmt, ist ja Nationalmannschaft. Den können wir dann mal nehmen. War das denn Coman oder wer war es? Nee. Wer ist denn da jetzt gerade weggefallen? Oder gab es eine Verletzung? Ah ja, doch, hier. Wer ist denn da weggefallen? Ich überlege gerade. Bennett war es. Okay. Ja, manchmal ist hier auch Fernandes. Aber mal defensive 1:1. Können wir auch nochmal simulieren. Bis jetzt die Trainingsresultate ja wieder sehr ordentlich gewesen. Und ja, auch eine C. Das passt. Manndeckung hat da 87. Stark. Krass. Das ist gut. Und gucken wir doch mal. Ungefährer Wert -4%. Warum das denn? Aber ist okay. Das können wir hier wegmachen. Ich bin erleichtert Trainer. Okay, ich weiß nicht, was er jetzt wollte. Aber wenn er erleichtert ist, passt das ja. 11 Tore nach 8 Spielen. Thomas Müller hat Bock. Das nächste Spiel auswärts in Bremen können wir eigentlich auch simulieren. Dann geht es im nächsten Part direkt weiter wieder in der Champions League. Frage ist, wie lasse ich spielen? Fernandes wieder rein. Wir könnten Martinez, müssten wir eigentlich wirklich mal spielen lassen. Machen wir es mal für Boateng. Und wir können auch mal Bartstuber mit reinnehmen. Für Alaba. Das passt, denke ich mal. Und Götze von Anfang an für Thiago. Ja, können wir so machen. Dann nehmen wir Coman mal mit für Rode.
Vielleicht wird er ja eingewechselt. Schauen wir mal, wenn wir jetzt wirklich wieder gewinnen würden in Bremen, wäre das ja so ein krasser Saisonstart. Ich bin gespannt. 4 Punkte vor Hertha. Die sind auch nicht so schlecht gestartet, kann man sagen. Schauen wir mal. Zuletzt die Bremer mit 2 Niederlagen gegen Leverkusen und gegen Darmstadt, dann aber ein Sieg. Und dann schauen wir mal, wie es heute laufen wird. Johansson mit dem 1-0 gegen unsere starke Defensive. Okay, krass. Krass. Lahm mit Gelb in der 15. Jetzt sind 35 Minuten gerade um. Wird das die erste Niederlage, ist die Frage. Ich hoffe doch bitte nicht. 55 Minuten gespielt. Pizarro für Uja, den kennen wir auch noch. Lewandowski mit Gelb. Lewandowski angeschlagen. Mach doch noch ein Tor. Erste Saisonspiel verloren. Ich hätte nicht simulieren dürfen. Aber gut, wir wollen ja auch irgendwie ein bisschen vorankommen. Und Lewandowski für 2 Wochen verletzt. Ja gut. Wir müssen im nächsten Spiel gegen Atletico Madrid ran. Ohne Lewandowski. Mal eben das Training nochmal einmal. Das ist natürlich nicht so schön, dass wir da wirklich ohne Lewandowski ran müssen. Und passiert irgendwas? Ja, Alcacer hat sich gut verbessert und auch Fernandes mit einem A. Sieht man natürlich gerne. Eieiei, das ist eine Aufgabe, Lewandowski zu ersetzen, jetzt auch mit der ersten Niederlage in der Liga. Na, ich habe ja wirklich simuliert, aber so schön ist es auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal im nächsten Part. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.